Eine spezielle zeichnerische Lösung im zentralen Kräftesystem ist die sogenannte Kuhlmannsche Gerade. Die Kuhlmannsche Gerade kann ich dann anwenden, wenn ich mindestens 4 Kräfte habe, die nicht alle zueinander parallel sind. Gut, jetzt könntest du natürlich einwerfen, hier sind nicht 4 Kräfte, weil wir sehen ja eigentlich nur 2. Aber wir haben natürlich hier noch ein Festlager, wo genauso eine Kraft nach oben drücken muss auf unser Bauteil und eine Kraft natürlich hier rüber, weil wir haben eine X-Kraft, die hierher geht, also ist ja das unsere Gegenkraft, nennen wir sie FAX vom Lager A, und hier haben wir ja unser FAY, weil diese Kraft hier drückt dann nach unten unser Bauteil, so eine Art Wippe, die hier in diesem Lager eben gelagert ist, und somit habe ich ja doch 4 Kräfte. Und wie funktioniert das jetzt? Wie konstruiere ich jetzt meine Kuhlmann-Gerade? Bei meiner Kuhlmann-Gerade muss ich immer 2 Kräfte, die eben nicht parallel sind zueinander, zusammenfassen. Glücklicherweise habe ich hier schon in diesem Lagerpunkt 2 Kräfte zusammengefasst. In diesem Punkt brauche somit nur noch die F1, die gegeben ist, und die F, die zu berechnen ist, beziehungsweise zeichnerisch zu ermitteln, zusammenfassen. Das mache ich so, indem ich die Wirklinie verlängere, hier ebenfalls, und dort, wo sich die Wirklinien dieser 2 Kräfte treffen, ist unser zweiter Punkt, den wir brauchen, um die Kuhlmannsche Gerade zu konstruieren. Die Kuhlmannsche Gerade ist somit die Gerade, die durch den Punkt geht und durch den Punkt. Somit kann ich die Kuhlmannsche Gerade zeichnen, indem ich hier quasi durch beide Punkte durchfahre, eine Gerade konstruiere, und das ist jetzt meine Kuhlmannsche Gerade. Ja. Was bringt mir das jetzt für die zeichnerische Lösung? Mithilfe dieser Kuhlmannschen Gerade kann ich jetzt, indem ich sie parallel verschiebe, auf irgendeine freie Fläche, die Kräfte, die ich ja hier nur eben symbolisch eingezeichnet, maßstabsgetreu übertragen. Das heißt, wenn ich meine Kuhlmannsche Gerade jetzt hier parallel verschiebe, natürlich ist es im Heft einfacher, diese Kuhlmannsche Gerade nachzukonstruieren, eben unter dem gleichen Winkel oder einfach parallel verschieben. Auf diese Kuhlmannsche Gerade trage ich jetzt jene Kräfte auf, die ich gegeben habe, in diesem Fall meine F1, und zwar maßstabsgetreu. Das heißt, ich muss mir noch einen Maßstab überlegen, 300 Newton. Ich kann ja sagen, okay, 100 Newton entsprechen bei jedem Heft zum Beispiel 1 cm. Dann hat er meine Kraft F1, wenn ich sie maßstabsgetreu zeichne, 3 cm. Ich setze jetzt irgendwo auf der Kuhlmann an und zeichne meine Kraft F1 so, wie sie geht. Also die geht jetzt nach unten, senkrecht nach unten, aus diesem Punkt heraus, und zwar 3 cm lang. Das ist hier meine Kraft F1 maßstabsgetreu gezeichnet. Und nun setze ich an den Endpunkt meiner Kraft F1 jene Kraft an, mit der ich in der Skizze quasi diese 2 Kräfte, also die F1, gekreuzt habe. Das ist eben dann die F-Kraft. Und die F-Kraft geht genau so weit, bis sie an die Kuhlmannsche anstößt. Somit ist das meine F1. Und auch hier, da du das maßstabsgetreu gezeichnet hast, kannst du diese F1-Kraft jetzt raus messen mit dem Lineal. Wird ungefähr 3-4 cm sein, somit so ungefähr, sagen wir, 350 Newton, wenn du das jetzt richtig rausmisst. Wie gesagt, auf der Tafel ist es ein bisschen schwer zeichnen, maßstabsgetreu. Die anderen 2 Kräfte, die Lagerkräfte, die ja auch nicht gegeben sind, wir wollen ja auch wahrscheinlich wissen, wie groß ist eigentlich die Lagerkräfte, kann ich ja auch maßstabsgetreu dann eben ablesen, indem ich sie eben auf der anderen Seite von der Kuhlmannsche auftrage. Und zwar die FAY geht natürlich nach oben. Wie weit wissen wir noch nicht. Und die FAX ist natürlich senkrecht darauf. Da aber alle Kräfte im Kräfteplan wieder im Endpunkt ankommen müssen, wird ja meine FAX genau hier enden. Und ich zeichne sie einfach senkrecht hierher. Somit weiß ich, meine FAY geht hier nach oben bis hierher. Und meine FAX geht hierher. Auch hier kann ich wieder rausmessen. Natürlich bei diesem einfachen Beispiel ist die FAX natürlich gleich groß wie meine F1, war ja auch zum Erwarten. Und die FA1, wie die F, müssen wir sagen, die F1, Entschuldigung. F1 ist gleich groß wie die FAY. Die F ist ja diese Kraft, die wir wissen wollten.
Und wenn ich die FAY habe und die FAX habe, dann weiß ich ja, wie groß meine Lagerkraft ist. Weil meine Lagerkraft ist ja nichts anderes wie vom Endpunkt bis zum, vom Anfangspunkt bis zum Endpunkt. Somit ist hier drinnen meine Lagerkraft, die FA. Und auch den Winkel der Lagerkraft wäre ja hier oben das Alpha oder hier das Alpha. Somit kann ich mir aufgrund der trigonometrischen Anwendung dann quasi auch mein Alpha hier ausrechnen, indem ich sage, naja, Alpha ist nichts anderes wie eben Arcus Tangens oder Tangens hoch minus 1 und dann eben die FAY durch die FAX. Natürlich, wenn du es zeichnerisch lösen willst, brauchst du es ja hier nur rausmessen. Und rechnerisch kannst du das dann eben so überprüfen.